Auf jeden Fall krass, lass ein paar zu Ende gucken. Ich will unbedingt wissen, wie es ausgeht. Eigentlich ist es mir egal. Tesla ist eine Lesbe. Oh mein Gott, nein. Luck, sie ist einfach eine Lesbe. Findet ihr das nicht komisch? Ach so, und jetzt ist Villa der Liebe ist danach quasi, ne? Ich find's eigentlich ganz geil. Ich auch, Mann. Ich auch. Leute, ich muss euch was sagen. Ich bin mir in der Sache einfach noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich empfinde mehr für Cordula als so Freundschaft. Und ich kann es auch verstehen, wenn ihr mich jetzt alle hasst. Mhm, klar. Ich kann nachvollziehen, dass meine Klasse mich aufgrund von steinzeitlichen Dingen wie Homophobie jetzt auch plötzlich hasst, weil ich eine andere Sexualität habe als andere. Ich kann das komplett nachvollziehen, weil ich sehr, sehr dumm bin. Ich verstehe das sehr gut. Ich habe mich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich kann das verstehen. Das ist total normal. Ja. Du bist normal, wirklich. Cordula grün. Cordula grün. Sag, ihr seid solche Allmanns, ich schwöre. Sag, Mashallah, Habibi, einfach die Hübsche. Stanley. Nein! Nein! Hey! Hallo, nein! Ich fand das so mutig von dir, dass du die Schlägerei verhindern wolltest, wirklich. Nee! Das hat mich so beeindruckt. Klar, ich habe auch meine Pflicht als Schüler irgendwo ihnen gegenüber, oder? Das stimmt, ich fühle mich sowieso mit ihm. Warum sitzt da hinten eine Wi-Fi-D im Hintergrund? Was soll das? Als Lehrerin, ich fühle mich so wohl in der Klasse und es ist einfach schön. Ich freue mich, dass sie meine Lehrerin sind. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr geschmeichelt. Ich würde jetzt dann aufs Zimmer gehen. Ich weiß nicht, wie es mit dir ausschaut. Kannst du mich gerne begleiten, wenn du willst? Nein, kann dir nicht. Das ist dein Schüler. Das geht nicht. Das ist dein Schüler. Du kannst nicht. Das ist nicht. Frau Bra, bitte jetzt mal wirklich, Mann. Ey, Corona hin oder her. Wann treffen wir uns hier? Also, Frau. Nee. Klar, klar. Okay. Ah, das war gar nicht ihr Weib. Alter, jetzt wurde mir die Braut einfach vor der Nase weggeschnappt. Mist! Ja, Mann, er ist genauso sauer wie ich. In einem anderen Universum würde man mich den Penetrator nennen. Die goldene Tausend ist einfach so nah und es ist eine Penetrator. Lehrerin, so sick. Stanley, kommst du bitte? Wünsch mir Glück. Ey, Leute, ey! Das bedeutet, ihr müsst euch küssen. Ja, ich sag die Flasche. Ja, ihr müsst es tun. Ich hab damit kein Problem. Vielleicht Single. Ich glaube, es sollten sich eher zwei andere küssen. Oh, wie schön! Wahnsinn! Ich will das nicht gucken. Das ist für mich ja das Paar der Stunde, ne? Die sind ja wirklich die süßesten, Alter. Ich sag's euch. Ja, in der frischen Luft nüchtern man ja ein bisschen schneller aus. Ich habe ja schon zwei Bier. Und ja, klar. Ja, das stimmt. Ich möchte ja keinen Kater bekommen. Eiskalt, oder? Nee, klar. Für einen Kater musst du ja auch in eine Zoohandlung gehen, du Assi. Ja, wir können ja auch gleich wieder rein. Das ist ja eine spannende Party. Ja. Du, Georg, ich muss dir was sagen. Das wollte ich dich schon länger fragen und ich dachte mir, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Möchtest du mit mir zusammen sein? Oder ja. Oder sind wir jetzt zusammen? Ja, ja. Ich muss was loswerden. Er lässt einfach nur einziehen. Das habe ich. Also. Georg? Georg, wohin? Ich kann das alles nicht verstehen. Warum? Ihr sprecht doch beide Deutsch. Wie kannst du es nicht verstehen? Was ist denn jetzt los? Was wollte Georg mir sagen? Er musste scheißen. Er hatte unglaublichen Durchfall. Ich halte das alles einfach nicht mehr aus. Ich auch nicht. Ich will echt, dass diese Staffel schnell vorbei ist. Der ist nur kurz Kolbstraße, holt sich zwei Köfte mit Hawal, er ist gleich wieder da. Habil, sag Mashallah.
Langweilig. Oh, Junge. Boah, ich hasse diese Rolle von Tesla auch so sehr. Ich bin ehrlich, ich lasse jetzt in dieser Folge alles raus. Ich hasse die Rolle dieses... Ich weiß nicht, ich bin so unsicher. Wie ich reagiert habe, geht wirklich gar nicht. Walla. Und natürlich ist es okay, wenn du auf Mädchen stehst. Walla. Es ist dein Leben und ich unterstütze dich in allem, was du machst, okay? Walla. Es war... Es tut mir so leid, aber ich weiß einfach nicht, was mit mir los war, okay? Mhm. Es sind so viele Sachen auf einmal passiert. Einmal mit Stanley. Mich so krass verarscht. Er wollte einfach nur, dass ich ihm helfe zu seiner goldenen 1000. Und ich stotter mal nicht, Mann, was soll das? Ich dachte, er meint es wirklich ernst und ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Und ich habe es einfach alles an dich ausgelassen. Ich war keine gute... An dich ausgelassen, Walla. Freundin. Und auf einmal kam noch Cordula und ich dachte, du vergisst mich. Ich dachte, wir wären nicht mehr beste Freunde und sie wird meinen Platz nehmen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und es tut mir alles so leid, okay? Du wirst immer meine beste Freundin bleiben. Immer. Obwohl sie gerade öffentlich deine Sexualität tatsächlich denunziert hat und gesagt hat, dass das nicht menschlich ist und nicht normal, wird sie trotzdem deine beste Freundin. Alles klar, ich bin an der Stelle kurz raus. Immer, egal in wen ich mich verliebe, egal was passiert. Ja, ja, klar. Ich kann dir zu 100% vertrauen, denn ich möchte, dass das zwischen uns so bleibt. Ja. Es tut mir so leid, es tut mir so mir leid. Auch. Ja. Ja, ja. Okay. Alles gut. Ja. Okay, sorry. Ja, ja. Ich hatte wirklich Angst. Ja. Nee, sorry, dass ich das jetzt frage, aber warte, ich habe noch eine Frage. Walla, ja. Wie war es eigentlich, schon Mädchen zu küssen? Oh, meine Fatima, kuss. Yep. Jetzt wird's aber ganz wild hier, Leute. Jetzt wird's aber ganz wild. Hallo. Oh, meine Fatima. Alter. Also darf ich dir vorstellen, Jojo, mein vielleicht neuer Freund. Hä, ist die nicht gerade in der Villa, wo es um Liebe und Sex und ach, ich raff hier nix mehr. Sind das verschiedene Charaktere oder die gleichen? Ja. Ja, was hast du gemacht? Ich hab ein bisschen, kann ich hier schlafen? Ich hab schon wieder diese Cringe-Gänsehaut. Meine, ey. Ja, oder? Klar, du kannst hier bleiben. Das ist super. Wir warten sowieso gerade. Wollen wir uns Gruselgeschichten erzählen? Nein, wir wollen keine Gruselgeschichte hören. Gruselgeschichten? Ja, ja. Fang an. Okay. Der Pfarrer hat mich angefasst. Es war einmal ein Stoffhase und der war... Ach, Jojo. Ist unser Jojo. Schön hier mit euch. Mit dir ist es auch immer schön. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht. Gute Nacht. I was looking like a fool. Hey! Stanley, komm! Den kann ich mir nicht angucken, ohne sauer zu werden. Kommst du? Da bist du ja. Du kannst dich jetzt schon mal hinlegen. Ich bin ja richtig ran direkt. Okay. Nein! Nein! Was passiert jetzt? Also ich wusste, dass sie, ich hab's mir gedacht, dass sie so ein bisschen so sind, aus. Hey. Das ist wie so einem Traum, wow. Ja? Soll ich mich vielleicht auch schon mal so ein bisschen ausziehen? Nein, lass dir noch Zeit damit, ich muss kurz was holen. Oh, sie haben so Sexspielzeug, habe ich gehört, oder? Nein, es geht um das hier. Hä? Was ist das? Was ist das? Du kannst es gerne laut vorlesen. Das ist übrigens so richtig schmutzig, ne? Ja. Sehen wir dann. Liebe Frau Bra, hier nur ein Hinweis, was Stanley vorhat. Was? Sie sind die 1000 auf seiner Liste der Lust. Passen Sie auf. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie du überhaupt auf die Idee kommst, dass ich jemals mit dir, mit meinen Schülern irgendwas anfangen könnte. Oh, Ehrenpädagogikerin und... Ah, hops, aber sowas, hops. Hops!
Georg. Georg! Alter, rein, der Georg, ja, schön! Freie Fahrt für mich. Ehre, dass Georg sich für mich geopfert hat, korrekt. Bums bitte einfach, damit's vorbei ist. Hey. Guter Move. Darker Move. Fühlst du dich auch so allein? Ja. Ja. Diese innere Leere, die einen zerfrisst. Und man weiß nicht, womit man sie füllen soll. Ja. Ja. Finde ich genauso. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wer ich bin und wo ich hin will, ob ich meiner Leidenschaft folgen soll, Fotografie, oder ob ich Anwältin werden soll. Oh Mann, der Struggle als 17-jähriges White Girl ist so real. Ich glaube, manchmal ist es ganz gut, auf sein Herz zu hören. Also das, was die innere Stimme einem sagt. Mhm. Weil ich denke, dass du dann... Meine innere Stimme sagt einfach nur, und das müsst ihr mir einfach glauben. Wisst ihr, was wollt ihr wirklich wissen, was meine innere Stimme sagt? Meine innere Stimme, meine Freunde. Meine innere Stimme sagt einfach nur. Was ist das Erste, was du machst, wenn du rauskommst? Das Allererste, ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen Köftespieß, weißt du? So einen schönen Köftespieß. Kolbstraße. Ein Köftespieß erstmal, mit gar keinen Reden auch und so. Hawal, gib mir einfach nur einen Köftespieß dazu. Das sagt meine innere Stimme. Gar nicht so viel verkehrt machen kannst. Ja. Du sag mal, morgen im Bus, ist der Platz neben dir da noch frei? Ja. Einfach so, yo, wir beide sind die Reste, die jetzt keinen abbekommen haben. Müssen wir jetzt einfach an der Stelle rummachen. Wieso ist mein Hals so hohl? Ich habe mich gerade gekratzt. Allergische Reaktionen auf. Krass, Klassenfahrt. Du, Olivia, wir müssen reden. Besser ist das. Ich bin dir noch eine Antwort schuldig. Ich war einfach dumm. Weißt du? Dass ich so eilig hatte mit dem ersten Mal. Walla. Das war einfach nur. Walla, mein Umfeld, die reden einfach die ganze Zeit nur darüber und ich wollte es einfach endlich hinter mich bringen. Walla. Aber ich habe gemerkt, dass es eigentlich gar nicht wichtig ist, das mit irgendjemandem zu haben. Walla. Sondern mit einer besonderen Person. Walla. Und. Die bist du. Wirklich? Ja. Oh mein Gott. Schön, happy end, you. Wo hast du die letzte Nacht? Ich habe bei Fatima übernachtet. Oh. Wir haben in der Esslöffelstellung geschlafen oder Teelöffelstellung. Ich weiß nicht genau, wie man es nennt. Aber es war so gemütlich. Esslöffelstellung? Keine Ahnung, ich kenne nur diese Suppenkeller, Alter. Wenn ja jemand schläft, dann haut er den mit der Suppenkelle ins Gesicht. Oh, mega krass. Ich hatte gestern so ein voll spannendes Gespräch mit Lorena. Also ich weiß nicht, irgendwie was. Interessant. Wir haben Doggy-Style geschlafen. Ah ja. Hand. Wirklich? Ja. Und glaubst du, bei dir und Fatima könnte noch mehr passieren? Vielleicht ja wirklich. Ja, ich meine, die Klassenfahrt geht ja weiter. Wirklich? Ja. Wie, die geht weiter? Und bei dir und Lorena? Ja, vielleicht auch. Wohin geht die Klassenfahrt weiter? Wohin geht diese Klassenfahrt, die seit 4 Jahren geht? Wohin geht die weiter? Könnt ihr endlich einfach mal Unterricht machen und euren scheiß Abschluss holen? Oh. Wirklich? Ja. Okay, deswegen pack mal deine Sachen. Wir sollten jetzt... Es geht gleich los. Wohin? Okay. Wohin geht's weiter? Timmy, ich muss mal. Kannst du für mich parken? Okay. Danke. Komm, let's go. Hey, ich hab gesagt, du sollst es lassen! Mann, du sollst nicht mal so ausrasten! Ich hab gesagt, du sollst es lassen! Hoffentlich stirbt einer von den beiden. Warum ist der Kameramann jetzt drin? Lass uns in Ruhe! Hey, lass uns in Ruhe!
Warum sind da Wichstücher? Du bist so dran. Oh mein Gott, jetzt nimmt Stanley einfach ein Messer und schneidet ihn den Kopf ab. Nein, Stanley, bitte! Bitte! Jonas, pass mich nicht an! Weißt du, wer dich die ganze Zeit im Schrank hat eingesperrt? Weißt du, wer dich eine Stunde da drin hat leiden lassen? Obra. Alles war Georg, die ganze Zeit war erst. Ja. Geh mir aus dem Weg, Georg! Fass mich nicht an! Fass mich nicht an! Hau ab! Hau ab! Ich will dich nicht mehr sehen! Wie konntest du mir das antun? Hau ab! Ich will dich nie wiedersehen! Verschwinde einfach! Georg, an der Stelle einfach ganz cool Big Beileid. Big Beileid, wirklich. Also ehrlich, das ist wirklich... Oh Gott. Und hops. So, liebe Klasse, jeden Augenblick sollte der Bus da sein. Mhm. Also wartet bitte noch kurz. Die Klassenfahrt geht dann gleich weiter. Wohin? Wohin geht sie? Warum geht sie? Was? Wohin geht die Klasse? Was? Wohin? Wohin? Ihr seid seit 4 Staffeln. Was passiert? Ihr könnt nicht immer weiter auf Klassenfahrt sein. Ihr müsst irgendwann einen Abschluss machen. Was ist denn das? Wohin geht die Klassenfahrt? Wohin? Es ist Corona. Die Klassenfahrt kann nicht weitergehen. Wie kann das sein? Wohin geht die Klassenfahrt? Wohin geht die Klassenfahrt? Was zum Nein? Wohin geht die Klassenfahrt? Wohin geht sie? Sag mir, wie ihr... Nein! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.